Geben Sie Ihrem Unternehmen ein Gesicht. Diesen ganz neumodischen Social-Media-Kram muss ich mir nicht geben. Unsere Kunden wissen, dass sie bei uns qualitativ hochwertige Produkte bekommen. Die lassen sich nicht von solchen Blendern ködern. Hand aufs Herz. Könnten diese Aussagen von Ihnen stammen? Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich auf Unternehmen treffe, die noch glauben, dass eine Präsenz in der digitalen Welt optional ist. Klar können Sie das machen, dann dürfen Sie sich jedoch nicht beschweren, wenn Sie nur noch die Restkunden bekommen. Auch wenn Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung qualitativ absolut überzeugt oder Ihr Preis unschlagbar ist, das alleine reicht heute nicht mehr, um Kunden zu gewinnen. Kunden wünschen sich vor allem eins, einen verlässlichen Partner auf Augenhöhe. Und Sie haben keine Zeit und keinen Nerv mehr, ewig zu suchen. Sie wollen eine Lösung und zwar so schnell wie möglich. I like Genuss sofort. Wer nicht auffällt, fällt weg. Für Ihr Unternehmen gilt das Gleiche wie für jeden Ihrer Verkäufer. Wer nicht auffällt, fällt weg. Es liegt an Ihnen, Ihre Leistung so sichtbar zu machen, dass kein Weg mehr an Ihnen vorbeiführt. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Name für Qualität, Leistung und zufriedene Kunden steht und dass Ihre Mitarbeiter als absolute Experten auf Ihrem Gebiet wahrgenommen werden. Die folgenden Schritte helfen Ihnen dabei, Ihrem Unternehmen ein Gesicht zu geben. Erstens, Ihre Kunden müssen Sie finden. Sorgen Sie also dafür, dass Ihre Webseite auf dem neuesten Stand ist. Überarbeiten Sie die Texte mit Blick auf die entscheidenden Keywords für Ihr Business, um Ihre Auffindbarkeit bei der Websuche deutlich zu verbessern. Zweitens, Social Media. Gerade heute ist es wichtiger denn je, die Kunden dort zu erreichen, wo sie unterwegs sind. Online. Geben Sie potenziellen Klienten und Kunden einen Einblick in Ihre Arbeit. Nehmen Sie keine Videos auf, posten Sie Bilder vom Team, berichten Sie über Sommerfeste, gewonnene Auszeichnungen und alles, was Ihre Persönlichkeit nach außen trägt. So wirken Sie nahbar und sympathisch. Ein entscheidender Erfolgsfaktor in einer Welt, in der immer mehr Erstanfragen rein über den digitalen Eindruck zustande kommen. Kompetenz untermauern. In jeder Branche gibt es Fachmedien, die sowohl vom Wettbewerb als auch der Zielgruppe gelesen werden. Knüpfen Sie Kontakte, bieten Sie sich als Interviewpartner an und verfassen Sie Fachbeiträge, um Ihre Expertise herauszustellen. Positiver Nebeneffekt, die Veröffentlichungen können Sie wiederum für Ihr Marketing einsetzen, sie an Kunden schicken und zum Beispiel Ihre Angebote beifügen. Content is King. Bieten Sie Ihrem Kunden Mehrwert, zum Beispiel in Form eines monatlichen Newsletters, einer Kundenzeitschrift oder eines Quartalsrundschreibens. Und wie wäre es mit einem Blog, auf dem Sie regelmäßig über branchenrelevante Themen schreiben? Positiver Nebeneffekt, so steigern Sie ebenfalls Ihre Expertise. Empfehlungsmarketing. Lassen Sie andere für Sie sprechen. Setzen Sie auf Kundenstimmen, positive Bewertungen, Auszeichnungen, Qualitätssiegel. Nur keine falsche Scheu, das hat nichts mit Angeberei zu tun. Sie kaufen doch online auch lieber etwas, wenn das Produkt viele gute Bewertungen hat, oder? Denken Sie auch hier an das veränderte Rezensionsverhalten und setzen Sie nicht nur auf klassische Kundenstatements in Textform, sondern nutzen Sie die Macht der Videorezensionen. Exklusive Erfolgsgeschichten, die wir bei der Limbeck Group übrigens auch für Unternehmen produzieren. Lassen Sie Ihre Interessenten Ihr Angebot mit eigenen Augen erleben. Kunden kaufen heute bei Unternehmen, bei denen sie sich rundum verstanden und gut aufgehoben fühlen. Es liegt an Ihnen, sich so aufzustellen, dass Sie und Ihre Mitarbeiter als absolute Experten wahrgenommen werden.